Zeit für Witz vom Olli. Ja, Obacht, heißt es auch am 1. August 2024. Und ich grüße an der Stelle herzlich meine Fans. Natürlich grüße ich auch meine Kritiker, meine Hater, wie man es auf Neudeutsch sagt. Das gehört zum normalen Leben dazu. Du wirst nie alle glücklich machen, aber die, die ich erreiche, für die kommt jetzt wieder ein kleines Potpourri. Ganz liebe Grüße an den Handelssportler. Wir haben uns schon beim Auftritt kennengelernt. Ein wunderschöner Kurzwitz. Seitdem ich mein Lulumann jeden Tag mit Eukalyptusöl eincreme, ist der Husten meiner Freundin wie weggeblasen. Oder hat er geschrieben, die Halsschmerzen? Der Husten ist wie weggeblasen. Dann habe ich, ihr habt natürlich wieder, das ist nur so eine Ausbeute aus der letzten ein, zwei Tage. Und der Maiko Dieser hat mal wieder einen zum Besten gegeben, wo ich sage, mein lieber Herr Gesangsverein, oder wie hat mein Vater gesagt, my lovely Mr. Singing Club. Und ich will das Ganze vorbereiten mit so einem schönen Kurzwitz, wo die Frau zum Frauarzt kommt und sagt, Herr Doktor, ich habe Knoten in der Brust. Dann sagt er, wer macht denn sowas? Wer macht denn sowas? Und die Einleitung zu dem, jetzt folgen wir zu Maiko Dieser, wo die Frau zum Frauarzt kommt und sagt, Herr Doktor, ich habe immer so Schmerzen, wenn mein Mann an meine Brustwarze zieht. Da sagt er, ja, aber gute Frau, das kann ja auch in einem gewissen Maß erregend sein. Da sagt sie, nein, Herr Doktor. Wir haben getrennte Schlafzimmer. Das will ich mir bildlich gar nicht vorstellen. Wenn mein Mann an der Brustwarze zieht. Wir haben getrennte Schlafzimmer. Ja, ich wünsche euch an der Stelle wieder nur das Allerbeste. Für die, die es nicht sind, werdet es tun. Für die, die sind, bleibe gesund. Ansonsten verliere niemals den Humor. Sonst wird's mit der Ernstin gradisch Meister, nee, gradisch Säge vorbeigerannt. Und jetzt kommt gleich Meister Ling. Und nochmal ganz kurz. Es kommt jetzt meine neue Tour. Witz vom Olli. Nach Fest kommt ab. Deutschlands lustigster Malermeister. Das ist ein Thema. Dann habe ich einen neuen Kanal, Tipps vom Olli, muss ich hier Werbung machen in eigener Sache, wo ich halt über verschiedene Dinge rede, mit denen ich tagtäglich zu tun habe. Und freut euch drauf. Es wird informativ, natürlich wird es auch lustig, ganz klar. In diesem Sinne, macht's gut und am anderen Ende war euer Olli. Obacht!